Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind weiterhin im Finale des EU Craft Cup Number 11 und die Kontrahenten sind weiterhin natürlich der rote Terraner Shark GS Joe, rechts oben und links unten der türkise Terraner Dice Star. Wir spielen auf der Karte Blistering Sands und natürlich ein weiteres TVT in diesem Matchup. Und ich muss sagen, bisher hatte Dicer nicht das gezeigt, was er eigentlich drauf hat, ist jedenfalls meine Meinung. Also er hätte auf jeden Fall mehr noch tun können, hat leider durch leichte Fehler natürlich das erste Matchup abgeben müssen und das zweite leider auch. Also dementsprechend nicht, wie gesagt, von ihm die beste Leistung bisher hier abgerufen. Und ich hoffe natürlich, wir werden hier ein besseres Matchup von ihm sehen und natürlich auch ein längeres Matchup, denn die ersten beiden waren, wie soll ich sagen, wirklich eher kleine Snacks, kann man wirklich das so, kann man so bezeichnen, denn mit 15 und 14 Minuten Ingame-Time waren die doch sehr, sehr kurz und dementsprechend nicht so lang. Wir sehen hier natürlich wieder den spannenden, komplett innovativen und bisher nie dagewesenen Aufbau des Terraners Shark GS Joe und what the hell? Meine Güte, das ist genau derselbe Aufbau, aber okay, er geht jetzt aufs Gas. Und nein, er geht auch aufs Gas. Okay, scheinbar haben wir hier es mit beiden ganz krassen Cheatern zu tun. Nein, natürlich nicht. Es ist ein übler Spaß von mir, denn ihr wisst es, Mirror Matchup, speziell TVT, ist nicht so aufregend, dass man permanent daran was casten kann. Denn das ist eigentlich eher am Anfang, ja, also todlangweilig ist eigentlich schon noch fast untertrieben. Jetzt hier der erste SCV von The Dice Star in der gegnerischen Base ist dabei zu scouten und wir sehen, dass bisher Shark erstmal hier in Ruhe ein Supply Depot baut und parallel dazu aufs Orbital Command Tech. Und wir sehen jetzt hier von ihm kein Add-on diesmal für Dice Star. Wir haben das im letzten Match gesehen, also er ist sehr, sehr schnell hier auf das Add-on gegangen, ein Tech Lab an die Baracke gesetzt, aber diesmal leider nicht. Und wir sehen, dass hier er bereits anfängt zu scouten, natürlich hier die Backdoor Rocks, ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Karte hier zu sehen und hier zu sehen. Und jetzt beide zeitgleich Push auf die Factory. Damit werden wir wahrscheinlich ein schönes Tech Battle sehen. Eventuell wird Shark erneut hier auf die Banshees gehen, also es wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich. Er hat uns bisher die ersten beiden Matches komplett mit Banshee Tech Ups beglückt und ich gehe davon fest aus, dass wir erneut welche auf dem Spielfeld hier sehen werden von ihm. Jetzt hier Add-on on the way für Dice Star, hat jetzt hier sehr schön das Tech-Labor gebaut und ich denke, die Factory wird direkt jetzt hier an dieses Tech-Labor switchen. Jetzt kommt dieser kritische Punkt und nochmal hier, ich finde das sehr, sehr schön, wie Dice Star sein Supply Depot positioniert hat, also ganz, ganz wichtig hier schön die View erhalten über die Steine hinweg und das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Starport ist jetzt auf dem Weg für Shark und das heißt natürlich, Banshees werden immer wahrscheinlicher. Währenddessen pusht er seinen ersten Hellion raus, sicherlich auch für Scouting-Zwecke. Und wir haben das bereits gesehen von Dicer, der mit Reapern das versucht hat. Und da sehen wir hier, er geht direkt zu den Zeldenager Watchtower und wird natürlich versuchen, hier die einzelnen SCVs oder Scouting Units zu clearen. Das passiert auch jetzt gerade in dem Fall. SCV, survive, sicher not. Sicher not, sehr gut. Stimpak ist hier auf dem Weg für Shark, also normaler Aufbau erstmal für ihn. Jetzt gab es hier einen kleinen Tech-Switch zwischen Starport und Factory und dort kommt auch schon die Banshee. Aber erneut hält Dice dagegen mit einer frühen In-Base Command Center, also versucht es hier möglichst schnell auf das erhöhte Income zu kommen. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall ein guter Weg, um hier sich im Income voranzuarbeiten. Jetzt hier auch für ihn das Starport und wir sehen natürlich für ihn weitere Tanks auf dem Weg. Siege Mode bisher nicht im Production Tab, also fragt mich gerade ein wenig warum, aber scheinbar möchte er diesen noch nicht durchziehen. Wir sehen erstmal jetzt hier ein Engineering Bay von ihm und das passt natürlich zeitlich nicht mehr ganz. Banshee leider vorher fertig, bevor das Bay fertig wird und hier ein Missile Turret gebaut werden kann. Und da geht die Banshee bereits schön hier auf Scouting-Kurs, versucht es natürlich rauszufinden, was der Gegner so treibt, versucht rauszufinden, wohin es ihn verschlägt.
und ist damit direkt auf dem Weg in die Main Expansion. Hier Natural Expansion abgescoutet und dort kommt der Weg zur Main. Raven erneut für Shark auf dem Weg und er baut auch gerade jetzt hier seine In-Base Command Center, also er bleibt versucht natürlich dran zu bleiben. Und jetzt kommt hier leichtes Harassment, sehr schön, erste Viking von Dicestar ist im Production Tab, das heißt, hier leicht könnte die Viking Probleme kriegen. 3 Kills, 4 Kills und sie zieht sich zurück, sehr sehr gut gemacht von ihm, aber die Viking ist da. Banshee jetzt auf dem Weg zu entkommen, also ganz ganz wichtiger Weg natürlich von ihm. Und wir sehen, Dicestar könnte gleich einen Move-Out machen, kann in Ruhe gleich jetzt hier seine Expansion droppen. Währenddessen die von Shark gerade mal zur Hälfte fertiggestellt wurde. 2 Barracks jetzt hier vorne fertig, dritte wird gerade gebaut. Und da kommt die Banshee heil und denkt so, Junge, ich hab 4 gekillt, wie viel habt ihr? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehr schön. Und Shark macht etwas, was ich letztes Mal angesprochen habe. Bitte repariert eure angeschlagenen Einheiten. Es gibt nichts Wichtigeres, als eure Einheit am Leben zu erhalten. Also er sucht auf jeden Fall hier die Unterstützung durch die SCVs. Jetzt hier ein Reaktor vorne in der Factory gebaut. Und ich denke, es ist für diese Barrack, also on 3 Racks bisher. Währenddessen sein Gegner auch. Ich denke, er wird auch auf 3 Racks jetzt gehen. Jetzt steht die Expansion, jetzt der Siege Mode on the way, Combat Shield dafür für seinen Gegner und dort ist die Banshee und sie könnte nochmal gut Schaden machen, aber ich denke die Vikings, ja, Vikings sind in Position und die Banshee könnte natürlich sehr sehr eng werden, also wenn er es nicht schafft, die gut zu microen, dann wird er auf jeden Fall diese jetzt abgeben müssen. Da schießt das Missile Turret, jetzt 44 HP noch, ist nicht mehr viel. Und die Vikings fangen es ab. Ah, interessant, die Vikings sind auf Abfangkurs, sehr, sehr schön. Und da kommt der Push. Und da ist die Banshee down. Okay, aber jetzt hier auch Expansion für Shark. Pusht die jetzt aufs Orbital Command. Und macht jetzt hier den Push-Out. Sehr, sehr schön. Dicestar geht erst jetzt auf seinen Stimpak Attack. Also er hat es ein wenig verzögert. Bisher keine Upgrades sonst für ihn. Was ein wenig seltsam ist. 2 weitere Barracks. Ich denke, er wird gleich jetzt hier wieder Mars Tech machen. Sollte schon überlegen, ob er vielleicht ein wenig mehr an Marines baut. Er hat bisher 4 Siege Tanks, also sehr, sehr viel. Und jetzt kommt hier der Push-Out auf den Zelda Watchtower. Und sehr, sehr schön. Zieht hier die Einheit raus, lässt seinen einzelnen Marine am Leben und dieser nutzt jetzt natürlich den Zelnara Watchtower. Marodeure, Medvacs und Marines für Shark, also die typische MMM-Build. Dazu kommen natürlich jetzt auch die einzelnen Siege Tanks, die er pusht. Dort kommen sie, Siege Mode bisher nicht im Production Tab, aber ich denke, wir werden es gleich sehen. Und wir sehen jetzt sehr, sehr schön gemacht von Dicestar Push auf Infantry Weapons Level 1. Das hat er leider im letzten Matchup ein wenig spät gemacht und deswegen leider nicht mehr durchgekommen. Und erste Midweg auch bei ihm dort. Und jetzt sehen wir bei Shark endlich den Siege Mode. Auch das Engineering Bay ist auf dem Weg. Und eine weitere Expansion, und zwar die Gold Expansion, ist hier im Bau. Und das könnte einen ganz erheblichen Unterschied jetzt hier geben. Und das wäre auf jeden Fall jetzt wichtig für Shark, dass er versucht, diese zu delayen. Und ich denke, damit kann er auf jeden Fall, wenn er die hoch bekommt, also der Shark, einen riesigen Vorteil im Income kriegen. Und ich denke, er sollte versuchen, diese möglichst lange natürlich jetzt hier zu halten. Scannen jetzt hier mehr oder weniger ins Nichts von ihm und es kommt noch der Push-Out von Dicestar und das könnte sehr, sehr schön werden. Jetzt auch für Shark, Terran Infantry Weapons Level 1, das heißt beide, wenn der Tech durch ist, sind erstmal Waffen gleich. Concussive Shells Upgrade dazu, Dicestar hält gegen mit seinen Combat Shields. Sehr, sehr schön, aber nicht genug. Jetzt gab es hier einen leichten Push-In von beiden Seiten. War ein bisschen beschnuppern, aber bisher keine große Action auf dem Spielfeld. Und ich muss sagen, bedenkt, die letzten meine Matches waren ungefähr...